Grüß Gott, ich melde mich wieder aus unserer Plenarsitzung. Wir sind diese Woche wieder in Straßburg. Heute hier aus einem leeren Plenarsaal, und das hat gleich mit unserem ersten wichtigen Thema zu tun. Der Saal ist deshalb leer, weil jetzt am Mittwochvormittag eigentlich eine Debatte über das Freihandelsabkommen TTIP stattfinden hätte sollen, und wir hätten dann zum Mittag darüber abstimmen sollen. Präsident Martin Schulz hat gestern die Reißleine gezogen und hat sowohl die Debatte als auch die Abstimmung abgesagt. Das hat damit zu tun, dass es im Internationalen Handelsausschuss ein Agreement zwischen den politischen Fraktionen über dieses Papier gegeben hat. Allerdings haben vor allem Sozialdemokraten und Grüne dann über 100 Abänderungsanträge eingebracht, und die Abstimmung wäre wohl heute in einem Chaos ausgeartet. Nun ist das Ganze zurückgeschickt an den Handelsausschuss. Der Handelsausschuss wird in den nächsten Wochen versuchen, diese Abänderungsanträge einzuarbeiten und ein neues Agreement zu finden. Und erst dann werden wir vielleicht im Juli und sonst erst nach der Sommerpause über dieses Papier hier auch in der Plenarversammlung abstimmen. Ja, dann hatten wir in dieser Woche auch den Gleichstellungsbericht zwischen Mann und Frau. Den müssen wir jedes Jahr machen. Ich habe in diesem Jahr gegen diesen Bericht gestimmt. Nicht, weil mir die Gleichstellung zwischen Mann und Frau im politischen Leben, auch im wirtschaftlichen Leben ein wichtiges Anliegen wäre. In der Tat habe ich allen Artikeln, wo es um diese Themen geht, auch zugestimmt. Aber ich halte nichts davon, dass hier im Parlament immer wieder gefordert wird, dass es ein europäisches Abtreibungsgesetz geben müsse. Ich denke, die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben in teils schwierigen Debatten, man denke zum Beispiel bei uns in Italien, ein Agreement gefunden, wie Abtreibungen geregelt werden sollten. Und es wäre absolut unproduktiv, wenn jetzt von europäischer Ebene allen Staaten, den Maltesern, den Italienern, den Spaniern, gleich wie den Niederländern, den Belgiern oder den Schweden, ein einheitliches Gesetz aufgedrückt würde. Ich denke, das entspricht nicht unserer Idee von Subsidiarität. Das waren so die wichtigsten Themen. Ich bin dann wieder da, wenn wir wieder in Straßburg sind. Das wird dann die zweite Woche im Juli sein.